Hallo und guten Tag, hier ist Marius von Projekt30.de mit dem Ausblick für die Kalenderwoche 29 und einer Rückschau auf die Kalenderwoche 28. Wenn wir uns die Ergebnisse der letzten Woche anschauen, dann kann man eigentlich nur dem Freitag dankbar sein. Der ging mit 144 Punkten plus aus dem Rennen und sorgte dafür, dass die Differenz zur Vorwoche mit 105 Punkten positiv ausfiel. Denn das große Gap-Up vom Montag, was dann fast in gleichem Umfang einen Zugewinn von 205 Punkten mit sich brachte, das wurde am Dienstag und am Mittwoch mit Verlusten wieder aufgezehrt, sodass am Freitag dann mit 144 Punkten plus der Großteil der grünen Woche erarbeitet wurde. Die Differenz zum Monatsultimo des Monats zuvor beträgt noch immer 322 Punkte, aber ansonsten ging das Wassertreten weiter. Wir sind in einer Seitwärtsphase, eigentlich in allen Indizes, Nasdaq mal ausgenommen. Und ich glaube, dass uns großes Kino bevorsteht, in die eine oder andere Richtung. Das schauen wir uns auch genauer an. Aber wir haben überall Dreiecke, wir haben eine Menge Wolf-Waves. Und insofern glaube ich, hat der Gesamtmarkt, und da zähle ich dann die Nasdaq wieder mit rein, eigentlich nur zwei Möglichkeiten. Drei, wenn wir eine sich fortsetzende Seitwärtsphase nicht ausschließen wollen. Aber ich glaube, es wird entweder jetzt nochmal einen wirklich dramatischen Ausbruch nach oben gehen oder die Kiste dreht ein. Gut, um das hier kurz abzufrühstücken, die Volatilität etwas geringer als in den Vorwochen. Aber wie gesagt, die Woche ist eigentlich, also die 105 Punkte sind nicht weiter nennenswert aus meiner Sicht. Das ist Wassertreten und wie wir wissen, haben wir am kommenden Freitag Verfallstermin. Und da schauen wir mal kurz rein in das Verfallstagdiagramm von Stockstreet.de. Immer wieder gerne geschaut und genutzt und da fällt uns einiges auf. Das, was glaube ich am wichtigsten ist, ist diese große Position, herausragende Position bei 12.500. Und diese 12.500 passt hervorragend zu unserer MOB-Marke. Es ist ja das 76.4 Erholungs-Fibo der Strecke Allzeithoch zum Tief 8255. Das heißt, diese 76er Fibo beschäftigt uns schon eine ganze Menge, auch in den Ausblicken. Und bei 12.500 liegt eine große Call-Position. Das heißt, diese Leute verdienen Geld, wenn der DAX am nächsten Freitag über 12.500 schließen sollte. Ja, und dann haben wir ein Sammelsurium von kleineren Positionen, die Long und Short definiert sind, also rot sind die Puts und blau sind die Calls. Und dann fällt auf, dass wir hier auf der 13.000 eine Position haben, die nochmal einen Tick größer ist als die, zumindest mal in diesem Vergleich, schon sehr große 12.500er Position. Und wir haben Leute oder Menschen, die daran glauben, dass der DAX nach 13.050 und 13.100 steigen wird. Und wenn die ihr Geld am nächsten Freitag nicht oder ihren Einsatz nicht komplett verlieren wollen, und da können wir auch die 12.500er Position mit einschließen, dann muss der DAX mindestens mal über 12.500 schließen. Und möglicherweise auch über 13.000, 13.050 oder 13.100. Und was passt eigentlich, wenn man dieses Ziel erreichen will, besser als sich zur Oberseite auflösende Dreiecke, die auch eine entsprechende Höhe haben, um diese Marken zu erreichen. Und damit will ich keinesfalls sagen, dass die 13.000, 13.100 jetzt im Sturmschritt erreicht wird, sondern ich will damit sagen, dass wir eine Situation haben, wo es meiner Meinung nach spitz auf Knopf steht und wir entweder tatsächlich in einem Befreiungsschlag nach oben laufen oder aber die Stillhalter und vielleicht auch dann Marktteilnehmer, die sofern DAX wieder unter 12.500 fällt, Gewinne mitnehmen, nicht nur hier, sondern vielleicht auch in den USA. Das hier in der Mitte ist für mich alles Schall und Rauch. Und was hier ganz besonders auffällt, wir haben uns ja schon sehr oft das Open Interest angeguckt hier von Stockstreet.de. Normalerweise haben wir
Gegenpositionen. Und das in Form von Puts, also Leute, die auf fallende Kurse wetten. Und die größte Position, die ich hier sehen kann, ist einmal die 12.500 und ich sehe hier die 12.300. Und die 12.300, wer regelmäßig den Ausblick schaut oder gar im Projekt 30-Block ist, der weiß, dass bei 12.330 eine ganz gewichtige Marke liegt. Die war nämlich lange Zeit Deckel. Und insofern macht die 12.300 Sinn, die 12.500 macht Sinn, die 13.000 und die 13.100 ebenso. Und das, was generell auffällt, ist, dass wir verhältnismäßig wenig Puts im Markt haben. Nun kann man natürlich sagen, die Bären haben aufgegeben und wir haben einfach rosa Zeiten vor uns. Möglicherweise ist es aber auch einfach so, dass durch die ständigen Markteingriffe, seien sie monetärer Art oder seien sie politischer Art oder seien sie durch die Zentralbanken, die Geld in den Markt schieben, bullische Nachrichten verbreiten. Es wird ja im Grunde, oder es scheint so, als wenn der Markt von jeder positiven News nach oben getrieben wird und jede negative News irgendwie schon eingepreist sei. Also, wir müssen mal gucken. Das Bild deutet zunächst einmal darauf hin, dass eine Menge mehr Menschen bullisch sind als bärisch. Und das mag legitim sein oder nicht, aber wenn wir so ein Übergewicht an Calls haben, dann sind das entweder Leute, die wissen, dass sie die Möglichkeit und auch die finanzielle Möglichkeit haben, also Big Player den Markt nach oben zu schieben in Richtung 13.000 und höher, oder wir haben hier eine Übergewichtung von Susi-Sorglos-Anlegern, die möglicherweise rasiert werden, indem die Kiste unter 12.500 und möglicherweise auch unter 12.300 fällt. Denn dann würden all diese Positionen, und da wären die Stillhalter sicherlich nicht unglücklich drüber, wertlos verfallen. Wenn aber, und wir haben ja diesen 12.500er Test am Freitag gehabt, wenn aber die Kurse nach oben ziehen, dann werden die Stillhalter natürlich, die sich neutral stellen müssen. Das heißt, je mehr Calls und auch je höher die Calls dann im Gewinn sind, müssen die natürlich sich neutral stellen. Das können sie in so einem Fall, wenn es im Laufe dieser Woche an und über die 13.000 geht, dann müssten die Stillhalter sich hatchen. Und das können sie nur, sie können so eine große oder so große Call-Position nur hatchen, indem sie ebenfalls long gehen. Und das würde, sofern hier eine Initialzündung nach oben stattfindet, die Stillhalter im Grunde zwangsweise mit ins Boot nehmen, die dann den Markt ebenfalls kaufen müssten. Also das kann eine, oder ich bin mir fast sicher, dass es eine recht interessante Woche wird. Gut, schauen wir uns das mal im Detail an. In den 5-Minuten-Chart gehen wir rein. Das ist hier der letzte Freitag und da hatte ich ja schon diese Zone, ich habe sie die wichtige 48-Punkte-Zone genannt, denn die besteht aus dem aus der 76.4 Erholung 12.488 und der Wochenmarke aus 2019 12.440, und diese 49 Punkte, die waren eben wichtig, und wir haben hier vorher auch schon in dieser Zone mehrfach aufgesetzt. Insofern war am letzten Freitag die Frage, geht's hier drunter, laufen wir unter 12.440, laufen wir möglicherweise auch in den Bereich 12.330, die 12.300 haben wir uns ja eben im Verfallsdiagramm angeschaut. Aber nein, DAX gapte also kräftig nach oben über diese Zone der unteren Trendlinie der Ex-Wolf-Wave aus dem Tag. Die zeige ich gleich noch. Ja, hat sich dann hier den ganzen Montag eigentlich in und über und unter dieser Zone aufgehalten, und dann ging es mit einem Gap, und das Hoch wurde dann hier tatsächlich an der unteren Trendlinie dieser Ex-Wolf-Wave gemacht. Erneut, wohlgemerkt. Ich habe letzte Woche schon gezeigt, wie viele Tage der DAX an diesen beiden Trendlinien der abgelaufenen Wolf-Wave kämpft. Wir sind nach unten gelaufen. In diesem Raum gab es im Grunde keine Marken, die irgendwie handelbar waren. Ja, und dann haben wir erneut hier aufgesetzt auf die 12.488. Dann gab es am Donnerstag erneut ein Gap-Up und erneut wurde hier oben an der unteren Trendlinie dieser Ex-Wolf-Wave aus dem Tageschart, die am Montag bei 12.702 verläuft, die steigt also ein paar Punkte, wenige Punkte. Ich glaube, die lag in der letzten Woche bei 12.600 und
96, 95, weiß ich nicht mehr. Auf jeden Fall eindeutig vom Markt erkannt. Ja, und dann haben wir hier den Donnerstag gehabt, der erneut die 12488 testete, im Tief dann auch nochmal diese Marke 12460 anlief. Und da habe ich im Ausblick geschrieben, wir haben einen möglichen Dreifachboden im Chart, denn da waren wir hier schon mal in der Nähe, das sind ja nur ein paar Punkte. Wir haben hier mit dem Tagestief aufgesetzt und das haben wir auch hier getan. Und dieser dreifache Boden, so habe ich es im Ausblick zum Freitag geschrieben, der wird entweder dafür sorgen, dass wir kräftiger ansteigen oder, wenn es dann eben durchrauscht, wenn so ein Dreifachboden gebrochen wird, dann kann es eben auch eine Etage tiefer gehen. Ja, und was dann passierte, ist, wir gingen mit dem Gap Down in den Freitag hinein, aber wir sehen hier Andocker, 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 dann ging es nochmal ein Stück tiefer und dann hier 1, 2, 3, 4, 5 Kerzen und dann gab es eben den typischen DAX-Schwung nach oben. Man wollte hier nicht unter die 12.440, wenngleich das Tief irgendwo im Bereich 12.417 lag, aber das sind ja 5 Minuten Kerzen. Ja, und dann gab es einen Ausbruch nach oben, das waren ja auch mal so vom Tief 12.414 ging es dann hoch nach 12.570, ein Rücksetzer wieder auf die 12.488, die 76.4 Erholung und dann hat sich DAX ja in Sägezahnmanie wieder nach oben gearbeitet. Wie es jetzt weitergeht, keine Frage. Wir haben hier einen wichtigen Widerstand. Das Ziel der Seitwärtsrange ist nichts weiter als ein Ziel. Die 12.740 ist also eine softe Marke. Aber diese Marke 12.702, die ist am Montag wichtig. Ja, und zur Unterseite bleibt es eigentlich dabei. Wir haben die 76.4 Erholung, diesen Dreifachboden. Ich möchte ihn eigentlich noch so im Chart behalten. Wir sind hier zwar drunter gelaufen, aber das sieht mir böse nach einem Fakeout aus, nicht? Das Gap hier drunter und dann haben wir drei Ansätze, setzen uns wieder auf diese Marke mit 4 der 5 Kerzen, gehen nach oben, verabschieden uns von der 12.488. Also, ich will es jetzt nicht einen Vierfachboden nennen, aber das ist zumindest mal ein Bereich, die 12.460 zur 12.440, der wichtig ist. Es bleibt also bei dieser wichtigen 48-Punkte-Zone. Und zur Unterseite haben wir zwar hier die Wyckoff-Resist-Zone und wir haben den Apex eines symmetrischen Dreiecks aus dem H1, aber erst hier wird es wieder wichtig, falls die Kurse ab Montag gen Süden laufen. Denn wenn die 12.330 fallen sollte, und damit meine ich nicht im 5-Minuten-Chart, sondern mit Tagesschlusskurs, das habe ich in den Ausblicken geschrieben, dann geht temporär im DAX das Licht aus. So, und zur Oberseite haben wir viele, viele Ziele, sofern die angelaufen werden sollen. Wir haben einen bärischen Butterfly im Cockpit, den zeige ich nachher auch noch, der einen Zielbereich von 13.025 bis 13.294 hat und das wäre eine Short-Zone. Wir haben hier das statistische Ziel des Dreiecks aus dem Stundenchart H1. Wir haben hier das schon bekannte ABC-Ziel aus dem Tageschart. Also hier bauen sich eine Menge Ziele und gleichzeitig mögliche Widerstände auf. Also das kann eine ganz interessante Geschichte werden. Schauen wir uns das jetzt mal ein bisschen intensiver im 30-Minuten-Chart an. Wir haben hier das Tief 8255 gemacht. Ja, dann sind wir kräftig nach oben gelaufen. Das sind ja Bewegungen. Also wenn wir mal diese Seitwärtsrange hier schauen, das sind 700 Punkte. Und das kann natürlich jeden Trader zermürben. Rauf, runter, runter, rauf und Gaps und hin und her. Also das kann einige Prozente vom Depot kosten, wenn man sich auf so ein Techtelmechtel einlässt mit dem DAX, also besonders mit dem DAX. Aber was ich in den letzten Wochen schon sagte, dieser Kanal, den wir jetzt gleich mal nach oben marschieren, der hat eine Steigungsrate von 242 Punkten in der Woche. Das mag sich nicht viel anhören, aber das Tief haben wir hier am 16.03. gemacht. Das heißt, wir gehen jetzt hier in den vierten Monat rein, wo DAX diese Steigungsrate beibehalten hat. Das sind 968 Punkte im Monat und das mag ja bei so einem oder nach so einem Absturz und dann einer Erholung auch okay sein, dass mal im Monat rund 1000 Punkte zugelegt werden. Aber das wird der DAX nicht durchhalten können, denn dann redeten wir, wenn er das wollte, über 11.600 Punkte im Jahr. Und nein, das wird nicht passieren. Das heißt, wir werden irgendwann mit dieser unteren Trendlinie Bekanntschaft machen und was dann passiert,
müssen wir abwarten, aber darauf vorbereitet sein sollte man. Auf jeden Fall, wir haben diese Seitwärtsrange gehabt, die wurde dann im Grunde, wenn wir mal das Gap mitzählen, perfekt nach oben abgearbeitet, also gedoppelt, und das sage ich ja immer wieder, Seitwärtsranges, die dann ausbrechen, in diesem Fall per Gap, arbeiten die Höhe ab, dann haben wir die nächste Seitwärtsrange gehabt von 600 Punkten, wieder ein Ausbruch nach oben. Hier haben wir eine Bullenflagge gebaut, die auch eine innere Höhe, also von dem Hoch der Flagge zum gleichen Zeitpunkt zur unteren Trendlinie der Flagge von 700 Punkten hatte. Ja, und dann ging es nach oben und hier haben wir dieses Dreieck, von dem ich sprach, dass wir von 1, 2, 3, 4 zur 5 zählen können und was nun, ja, ich sag mal, um den Ausbruch bemüht ist. Hier haben wir die schon gezeigte 12488 aus dem Tageschart im M5-Chart gezeigt. Wir haben hier das Hoch vom 8. Juni, sehr bedeutend, 12.913, da wurde es gemacht. Und wir haben hier das statistische Ziel dieses Dreiecks bei 13.211. Und das 100%-Ziel, also die volle Höhe, wenn sie dann abgebaut würde, bei 13.764. Und damit sind wir dann, oder wären wir dann, dicht am Allzeithoch, wenn sich dieses Dreieck auflösen würde. Und insofern hat das eine große Bedeutung. Wenn wir hier mal das, die größte innere Höhe dieses Dreiecks nehmen und setzen sie hier an den Ausbruchspunkt, dann kommen wir eben in diesen Bereich des Allzeithochs. Das heißt, dieses Dreieck hat das Potenzial, wenn der Markt es denn will und schafft, tatsächlich zum Allzeithoch zu laufen. Und wenn wir hier irgendwann unter diese, ich muss es mal hier zeigen, unter diesen Apex-Punkt laufen, also dort, wo sich die beiden Dreieckslinien treffen, dann haben wir auch die Möglichkeit, kräftig abzustürzen. Denn wenn der DAX, das liegt so im Bereich um die 12.308 und korrespondiert damit also auch bestens mit der 12.330, ja, dann haben wir schon die Möglichkeit, mal die 11.000 zu testen. Also, das muss einem irgendwo klar sein. Ich kann den Markt nicht vorhersehen. Ich weiß, ich halte ihn für extrem ausgereizt, also besonders auch das, was in der Nasdaq zu sehen ist und in einigen Aktien der Nasdaq. Aber diese Dreiecke sind eben fiese Gesellen. Und wir haben hier eine Höhe von 12.913 runter bis nach 11.590. Das heißt, dieses Potenzial ist da und damit müssen wir leben. Ein Zeichen für den tatsächlichen Ausbruch, denn das, was wir hier sehen, ist eigentlich entweder eine bullische Flagge, obere Trendlinie, untere Trendlinie, die dann ausbricht. Es kann aber auch ein Descending Broadening Wedge sein, zeige ich gleich noch. Aktuell, die obere Trendlinie dieses angenommenen Kanals, der sich praktisch innerhalb dieses Dreiecks gebildet hat, Auflagepunkt, 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 also 5 oben, 1, 2, 3, 4 auf der Unterseite, wenn es dann nach oben geht, am Montag im Bereich 13.158. Und damit kämen wir dann auch schon in die Nähe des statistischen Ziels dieses Dreiecks bei 13.211. Bedingung ist, wir müssen über die 12.913, das letzte Hoch. Ja, und wenn wir unter die 12.488 fallen und auch unter die 12.330, dann müssten wir den Kanal im Bereich am Montag 12.380 nach unten verlassen. Ja, dann kann es interessant werden, denn im Bereich 12.168, ich sage immer Bereich, weil es ja ein 30-Minuten-Chart ist, das heißt, diese Marken verändern sich minimal alle 30 Minuten. Wenn wir hier aus diesem Kanal herausfallen, dann kriegen wir mit ziemlicher Sicherheit eine kräftige Konsolidierung. Denn diesen Kanal wird man eben nicht in alle Ewigkeit fortführen können. Ich glaube, das ist einfach klar. 11.600 Punkte im Jahr, nein, no way, nicht unter diesen Bedingungen. Und was wir natürlich auch noch berücksichtigen müssen, wir haben zwar noch ein, zwei Monate Zeit, aber wir kommen in den August und in den September. Und es ist ja per Gesetz die Insolvenzpflicht temporär zumindest abgeschafft worden. Das heißt, egal ob es sich um große Unternehmen handelt oder um Kleingewerbler,
alle Menschen, die durch die derzeitige Situation und durch die dramatischen Einbrüche im Einzelhandel, überhaupt in der Wirtschaft, existenzgefährdet sind, ich rede jetzt von den Unternehmen oder auch von den Kleinunternehmern, die müssen keine Insolvenz einreichen. Normalerweise besteht eine Insolvenzpflicht, und wer mal eine GmbH geführt hat, ich habe das mehrfach getan, der steht, wenn es dann spitz auf Knopf und eng wird und er keine Insolvenz anmeldet. Also Insolvenzverschleppung ist eine Sache, die wird manchmal ziemlich heftig bestraft. Das ist außer Kraft gesetzt, und erst Ende September sind alle Unternehmen, auch die kleinen Unternehmen, die Solo-Selbstständigen, wer auch immer, verpflichtet, Insolvenz anzumelden, wenn sie denn insolvent sind. Und es gibt Schätzungen, die davon ausgehen, dass irgendwas zwischen 40.000 bis 50.000 Unternehmen, große, kleine, Ende September Insolvenz anmelden werden. Also wir haben noch spannende ein, zwei, vielleicht auch drei Monate vor uns. Und dieses Kasperle-Theater, was hier gespielt wird, und dieses Kasperle-Theater ist letztlich eben einfach, die Zentralbanken ersetzen die Wirtschaft. Das wird nicht auf Dauer fortgeführt werden können. Also entweder bekommen wir tatsächlich eine Erholung und das erneute Starten des Konsums, denn der ist drastisch eingebrochen. Wenn ich hier in der Innenstadt in Lübeck unterwegs bin, selten genug, aber ich weiß, was da sonst los ist in den Fußgängerzonen. Und ich sehe Menschen, die offensichtlich auch keine große Lust mehr haben, sich die Masken aufzusetzen und in irgendwelchen Geschäften rumzurennen. Ich sehe Preisnachlässe von 30, 50, 70% teilweise. Klar ist einfach, das, was wir hier sehen, ist das große Geld, was die EZB, dieses Füllhorn, ausschüttet über die, die mit diesem Geld offensichtlich etwas anfangen können. Die gehen in die Märkte. Die EZB selbst stützt die Märkte auch auf vielfältigste Art und Weise, so wie es die Fed tut. Aber das wird auf Dauer eben nicht die Wirtschaft und nicht den Konsum der Menschen ersetzen können. Also insofern, das sind Luftschlösser hier. Aber, wie wir wissen, solche Luftschlösser können weit tragen, wenn der Zustrom von frischem Geld nicht abreißt. So, in den Stundenchart geschaut, sehen wir dieses Dreieck nochmal. Und ist eigentlich eine klare Sache, nicht? Wir können es von 1 bis 5 zählen. Wir haben hier das statistische Ziel, wir haben hier das 100%-Ziel. Das habe ich in den Ausblicken in der letzten Woche als das Fundament bezeichnet, nämlich die Range zwischen der 76.4 Erholung 12.488 und der 12.330. Und in dieser Range bewegt es sich eigentlich seit diesem Zeitpunkt. Wir sind hier nochmal drüber, um die 3 zu machen. Dann gab es hier an der 3.30 auf dem Kopf, hier und hier und hier und hier und hier und hier. Haben wir letzte und vorletzte Woche besprochen. Ja, und Ähnliches passiert nun an der 12.488, die hier mit dem Gap-Start erobert wurde, Aufsetzer, Gap nach oben, wieder runter, Aufsetzer, Aufsetzer, wieder ein Gap nach oben, Aufsetzer, und dann ging es ja am Freitag auch ein Stück tiefer. Ja, und dann hat man den Markt nach oben gearbeitet. So, und wenn ich das jetzt mal, weil ich halte den H1 im Moment eigentlich für den, oder mit für den wichtigsten Chart, einfach weil er uns zumindest mal zur möglichen Oberseite Auskünfte gibt. Das hier könnte natürlich ein Descending Broadening Wedge sein. Das heißt, wir haben hier eine fallende Trendlinie, hier haben wir eine, die ein Stück steiler fällt als die obere. Und wir können zählen 1, 2, 3, 4 und die 5. Und wenn wir das tun, dann nehmen wir hier das Ziel, oder beziehungsweise das Hoch 12.842 war das. Da schreibe ich hier mal kurz rein. 12.842. Und das mache ich jetzt hier mal, auch wenn es einen Tick dauert, für die, die vielleicht noch nicht ganz so fit sind im Charten, um mal einen Anreiz zu geben, wie man sich Zielzonen erarbeitet. Das Tief, was wir hier am Freitag hatten, das war 12.416. Also auch das nehmen wir dahin. 12.416. Und wenn wir nun, kleine Sekunde mal,
Ja, wenn wir diese beiden Marken dann zur Verfügung haben, dann können wir eine Excel-Tabelle nutzen, die hat der User aus dem Premium-Blog Marshall, nochmal schönen Dank dafür, kurz in Excel gefasst. Die war sowieso geplant für die neue Version von Projekt 30, die demnächst starten wird. Da wird es das als PHP-Skript geben. Aber sei es drum. Da sind einfach die Pattern aufgeführt und die statistischen Werte, die sich bei einem Long- oder bei einem Short-Setup ergeben. So, nun haben wir das Hoch 12.842 hier schon zu sehen. Wir haben das Tief 12.416 und die Referenzmarke ist der Ausbruchspunkt und der Ausbruchspunkt, wir machen es jetzt nicht punktgenau, aber das sind so um und bei die 12.666. Und wenn wir das dann eintragen, dann wird uns die innere Höhe angezeigt, in diesem Fall 426 Punkte. Das statistische Ziel ist dann 13.019 und das 100% Ziel 13.092. Ja, und wenn man das dann hat und tut und möchte, dann legen wir das kurz an und nehmen das statistische Ziel hier rein, 13.019. Und sagen, das ist das Descending Broadening Wedge statistisches Ziel. Und dann nehmen wir als nächste Marke das 100% Ziel. Und das liegt bei, wo ist es dort, 13.092. Und dann sehen wir, dass wir hier schon mal neben der 12.913 haben wir das statistische Ziel von diesem Descending Broadening Wedge, sofern es ausbricht. Wir haben hier das größere Ziel aus diesem großen Dreieck. Haben wir noch weitere Ziele? Ja, wir haben noch ein Ziel, zeige ich kurz, aus dem Tageschart. Ist das der hier? Nein, sondern das ist der hier. Das ist diese A. BC-Bewegung, 2980 Punkte, 2980 Punkte, hier ist das Ziel 13.140. Also nehmen wir auch die 13.140 mit hier rein. Und betiteln das mal als ABC. Und dann sehen wir jetzt schon mal, dass es hier eine Phalanx an, ja, möglichen Zielen gibt. Das heißt, wenn dieses Dreieck nach oben ausbrechen sollte und dieser erste Ausbruch, der ja impulsiv auch mit dem großen Gap-Up und dem Hoch 12.842 startete und dann, ja, ich sag mal, konsolidierte, das hier könnte im Grunde so der Start-Button sein für einen Ausbruch in der kommenden Woche und für die eine Möglichkeit, dass eben versucht wird, in der kommenden Woche die 13.000, 13.100, 13.150 anzulaufen, um eben auch die Stillhalter mit ins Boot zu nehmen, die dann entsprechend hedgen müssen und unfreiwillig im Grunde für einen weiteren Anstieg sorgen. Das Ganze ist natürlich hinfällig, sofern wir mit dem Tagesschluss unter die 12.488 oder die 12.330 fallen. Auch da gibt es dann entsprechend Ziele. Im Moment haben wir es aber hier mit einer bullischen Figur zu tun und selbst wenn das hier keine untere Trendlinie wäre, die einen Tick steiler fällt als die obere, dann wäre es zumindest mal eine mögliche Bullenflagge. Also der Freitag mit dem Absacker, so nach dem Motto, wir schmeißen noch mal ein paar Leute raus, alles was hier einen zu engen Stop an der 12.488 gesetzt hat, flog mit Tief 12.416 raus und dann gibt es den Sturm nach oben. Das kann auf Fortsetzung deuten, müssen wir sehen. Das, was ich ganz gerne nochmal zeigen würde, ist ein Screenshot aus dem Cockpit. Kleine Sekunde. Den haben wir nämlich hier. Den beobachten wir schon einige Zeit. Das ist der DAX Tageschart und wir haben hier einen möglichen bärischen Butterfly.
So ein bärischer Butterfly muss sich nicht an diese Linien halten, sondern das sind Fibonacci-Abhängigkeiten. Möchte ich jetzt nicht weiter erklären, sonst einfach mal googeln, bearish Butterfly oder auch bullish. Es würde auf jeden Fall nach diesem Chart ein Short-Bereich sein von 13.024 bis 13.294. Und wenn wir uns das hier im H1 nochmal anschauen und ich ziehe jetzt mal eine Linie, die ein bisschen übergreifender ist und da nehme ich die Rechtsbündigkeit heraus. 13.025 und als zweite Marke die 100% Marke bzw. also das obere Bild 13.294. Dann ergibt sich folgendes Bild. Ich hoffe, ich gehe niemandem auf die Nerven. Man kann vielleicht ein bisschen was lernen. Jedenfalls die, die noch nicht ausgelernt haben. Die soll es ja auch geben. Dann heißt es für mich, wir haben hier 1, 2, 3, 4 Ziele. Wir haben hier dieses statistische Ziel aus dem großen Dreieck. Die Ziele dieses Descending Broadening Wedges sind eingebaut und gleichzeitig, wenn der DAX diese Ziele anlaufen würde, würde er sich in den Short-Bereich eines bärischen Butterflies bewegen. Das könnte, muss nicht, kann aber bedeuten, dass wir zum Verfall hier hochlaufen, diese Marken hier abgrasen und dann irgendwo zwischen der runden 13.000 beginnend und der 13.300 durch den bärischen Butterfly kräftig eins auf den Deckel kriegen und entweder vor dem Verfall wieder runterfallen oder nach dem Verfall. Und solche Szenarien, die diskutieren wir natürlich im Blog, die werden errechnet. Wir arbeiten viel mit diesen statistischen Zielen, deswegen habe ich das Excel-Tool gezeigt, was natürlich jedem Abonnenten im Premium-Blog zur Verfügung steht. Und das Gleiche gilt auch für die Unterseite. Das heißt, fallen wir unter die 12488 oder die 12330, dann werden genau solche Ziele und möglicherweise eben auch bullische Konter, die dann entstehen könnten, in den Charts auftauchen. Wichtig ist aber, um das nochmal kurz zu sagen, ich propagiere ja immer wieder den M5-Chart. Nicht, weil er so schön ist, sondern weil dort alle Marken, die ich hier zeige, enthalten sind. Das heißt, das ist die tägliche Orientierung, der wird morgens um 9 gepostet und täglich mehrfach abgedatet, sofern es notwendig ist und DAX nicht einfach in der 50-Punkte-Range schleicht. Und wir sehen hier eben in Braun zum Beispiel den Bearish Butterfly, also die untere Trendlinie, also untere Begrenzung, Bearish Butterfly, obere Trendlinie. Und hier haben wir das statistische Ziel des großen Dreiecks. Wir haben hier die Kanal-obere Trendlinie aus dem Kanal, den ich eingangs gezeigt habe. Wir haben hier das ABC-Ziel. Und so haben wir im Grunde ja, wichtige Ziele und wir wissen eben auch zur Unterseite, weil DAX vergisst keine Marken. Das ist alles im Chart und wenn ich den jetzt mal, jetzt wird es ein Strickmuster, aber nur um es mal zu zeigen, ich schmeiße nichts weg, ich räume auf. Das heißt, alle Marken, die abgearbeitet sind und keine strategische Bedeutung haben, die fliegen raus. Alles andere bleibt drin und ist extrem hilfreich, wenn es dann darum geht, zu schauen, wo wir uns befinden und während des Tages Geschäftes, wer Intraday handelt oder eben auch in größeren Zeiteinheiten, der hat durch diesen M5-Chart immer einen Überblick, wo ist die nächste Zone, wo hier möglicherweise Widerstand zu erwarten ist oder eben, ist ja oft so, aus Widerstand, sofern er überwunden wird, wird oft eine Unterstützung. Genauso wie eben eine Unterstützung, die bricht, im Rücklauf gerne Widerstand wird. Das ist in der Natur der Dinge. Und wenn wir uns das hier nochmal anschauen, diese untere Trendlinie der Ex-Wolf-Wave, von der ich sprach, habe ich, glaube ich, in den letzten Wochen auch schon gezeigt, das ist diese riesige Wolf-Wave, die top ins Ziel gelaufen ist, plus fettem Bonus. Aber wenn über einen so langen Zeitraum, das startete hier am 20.09.2018, bis zum Absturz am 25.02.2020 ist viel Zeit vergangen. Das ist also eine der wenigen großen Wolf-Waves, die der DAX so fabriziert hat.
Aber diese Trendlinien, wenn wir dann hier 1, 2, 3, 4, 5 Auflagepunkte haben, die werden im Rücklauf wichtig. So, und wenn wir uns das hier mal anschauen, wir sind in der Erholung, das ist hier der vierte, sechste gewesen, Anlauf zurück. Mit dem Gap drüber haben hier im Grunde die gesamte oder fast die gesamte Spanne abgearbeitet. Am nächsten Tag haben wir das Hoch 12.913 gemacht, wieder runtergefallen. Hier direkt an der unteren Trendlinie dieser abgelaufenen Wolf Wave den Handel beendet mit einem riesen Gap runter, wieder rauf, Andocker, wieder runter, Andocker, runter, Gap drüber, einsame Dolci-Kerze, wieder nach unten, Andocker, Andocker, Andocker. Ja, und diese untere Trendlinie, diese abgelaufene Wolf Wave wird am Montag bei 12.702 verlaufen und die obere bei 12.926. Und das würde bedeuten, wenn DAX die 12.702 überspringen kann, dann kann er sich in dieser Woche, ob das am Montag, Dienstag, Mittwoch passiert, zur 12.926 arbeiten. Und wenn er das tut, nimmt er das letzte Hoch heraus und das wäre bullisch. Und in so einem bullischen Fall würde dann eben dieses Descending Broadening Wedge zünden. Das heißt, das würde dann im Grunde dafür sorgen, dass es über die 12.913 geht und dann können wir diese Ziele abarbeiten, aber mit dem Risiko, dass dieser bärische Butterfly irgendwann den DAX zur Umkehr zwingt. Natürlich immer abhängig von irgendwelchen News, aber das sind eben Nachrichten und ja, oftmals ist die Zukunft in den Charts und warum das so ist, weiß ich nicht, aber es ist so. Im 2-Stunden-Chart sehen wir nochmal diesen Kanal, von dem ich sprach, der seit dem Tief 8255 läuft. Und wenn wir mal genau hingucken, das ist die Abwärtsfibo hier vom Allzeithoch zu den 8255. Es geht hier seit langer Zeit zwischen der 61.8 Erholung und der 76.4, also 12488 und 11679 hin und her, nicht? Hier wird drüber gegappt, drunter gegappt, wieder rein, hoch, rüber, runter, rauf und jetzt versucht er sich hier zu halten. Und die 200 SMA spielt mit, die verläuft am Montag bei 12.154, die ist auch so oft angelaufen und umkämpft und wieder angelaufen worden. Und deswegen sage ich, ich glaube, es wird etwas Größeres passieren. Das geht auch gleich aus den US-Indizes hervor, die wir uns anschauen. Das wird hier nicht so weitergehen. Wir haben jetzt Verfall am kommenden Freitag und ich glaube, da wird es dann entweder um die 12.500 und tiefer gehen oder es wird tatsächlich Richtung 13.000, 13.100 laufen. Und was passiert, weiß ich nicht. Vielleicht macht uns der Montag da bereits etwas schlauer. So, den Diamanten brauchen wir im Moment nicht anzusprechen, wenngleich ich einfach mal erwähnen möchte, dass so um den, nicht um den, sondern am kommenden Donnerstag, ganz interessant für den Freitag, nicht, würde zumindest mal die gespiegelte obere Trendlinie dieses möglichen Diamanten auf dem ABC-Ziel 13.140 liegen. Kann man sich auch mal merken. So, was ist das für ein Tageschart? Ach ja, das ist der, den wir sowieso kennen. Hier haben wir die ABC-Bewegung, die mögliche mit Ziel 13.140. Vorher hätten wir diesen Sechsfachboden, der ist gemittelt, nicht? Das sind nicht alle Tiefs auf der 12.947 gemacht, sondern ich habe diese sechs Tiefs genommen und sie addiert und dann eben durch 6 geteilt und da kommt die 12.947 raus. Das heißt, hier muss man ein bisschen Toleranz walten lassen, aber wir sind ja mit dem Hoch 12.913 in der Range dieser 12.947 gewesen. Tja, und sofern es da drüber geht, also falls Richtung Verfall die 13.000, 13.100, 13.150 erreicht wird und nach dem Verfall nicht Schluss ist, dann haben wir eigentlich nur noch dieses offene Gap vom Freitag, dem 21.02. auf Montag, den 24.02. bei 13.597. Ja. So, jetzt habe ich 13.597 gesagt, 13.579 natürlich. Und kurz drüber dann die 13.795, nämlich das Allzeithoch. Gut, ja, DAX ist von der
oder durch die 200 SMA sehen wir hier gut unterstützt. Die 50 SMA hier unten auch nochmal schön mit dem Tief 10.160 zu sehen, stützt. Das heißt, würde DAX irgendwann eindrehen und die 200 SMA brechen, dann würde es eine Zone geben, die für ihn im Grunde so der letzte Halt wäre. Das wäre die 61er Erholung dieser Abwärtsstrecke Allzeithoch zum Tief 8.255 und die 50 SMA im Bereich 11.820. Und wenn es da drunter geht, ja, dann kann die Reise eben weitergehen. Aber zunächst einmal unter 12.330 unterhalb der 200 SMA sehe ich den DAX schwach und schwächer. Aber dafür gibt es zumindest mal, wenn wir den Freitag ernst nehmen, und das könnte eine Ansage für die kommende Woche, also für den Verfall sein, sehe ich da die Chancen eher Richtung Oberseite als zur Unterseite, aktuell jedenfalls. So, dann mal geschwind weiter. Hat ja schon ein bisschen gedauert, was ich hier gerade alles erzählt habe, aber ich wollte auch mal zeigen, wie Charts erarbeitet werden. Hier sehen wir den Eurostoxx 50, also auch ein blitzsauberer Aufwärtstrendkanal vom Tief. Und auch hier sehen wir ein Dreieck, 1, 2, 3, 4, es fehlt die 5 für einen Ausbruch und dann könnte es eben deutlich nach oben gehen. Oder nach der 5, sofern es dann ein zählbares Dreieck wird, könnte es auch zur Unterseite brechen. Müssen wir schauen. Das, was aber auffällt, Eurostoxx ist nicht stark. Also der DAX ist im Moment, scheint es, der Nasdaq Nummer 2, denn auch im Dow Jones irgendwie sehen wir wenig Aktion. Das heißt, dass viele Geld geht in, zumindest in den USA, in die Nasdaq rein. Wenn wir uns schauen wir uns noch an, den Russell 2000 oder auch den Dow Jones angucken, alles Underperformer, die eingeklemmt sind zwischen ihren 250 SMA, während DAX also fröhlich turnend über diesen gleitenden Durchschnitten läuft. Aber auch hier kann man im Moment eigentlich nur eine Aussage treffen. Es spitzt sich zu, wortwörtlich und auch optisch, und das mündet in der Regel in eine kräftige Bewegung, die nach oben oder nach unten führen kann. Und man muss aufpassen, dass man in solchen Seitwärtsphasen, wo sich dann eben die Trendlinien aufeinander zubewegen, dass man da nicht zerrieben wird, weil man sich einfach im Tagesgeschäft 5-mal, 6-mal, 7-mal engagiert und immer wieder auf die Nase kriegt. Siehe Donnerstag und dann Gapdown Freitag und anschließend irgendwie 250 Punkte nach oben. Also da ist es manchmal angebrachter, zuzuschauen, anstatt irgendetwas anderes zu tun. Im Tageschart des Eurostoxx sehen wir dann nochmal Allzeithoch 3867, das Tief bei 2300, Aufwärtstrendkanal. Und der ist an seiner 61er Erholung. Der hat also die 76er, über die der DAX drüber ist, noch nicht erreicht. Da fehlen ihm also noch reichlich Punkte, nicht? Und ja, abwarten. Aber ich sag's mal andersherum. Oberhalb 3268 ist das zumindest nicht short. Das ist auch klar. Das ist die 61er Erholung einer Abwärtsstrecke, ist immer eine wichtige, die auch oftmals umkämpft ist. Und hier sehen wir ja dieses Dreieck, was ich eben schon in der kleineren Zeiteinheit zeigte. Also 3268, dort ist Bullenterrain oder beginnt Bullenterrain. Und erst unterhalb und besonders unterhalb der 3083, also der 50%-Marke, weil dann würden wir auch diesen Aufwärtstrendkanal verlassen. Da könnte Ungemach ins Haus stehen. Was unterstützt eigentlich meine Annahme, dass wir irgendwie größere Bewegung voraus haben? Unter anderem auch der Euro-US-Dollar im Monatschart. Denn wenn wir uns den angucken, das beginnt ja hier mit dem Tief im Oktober 2000. Das ist ja ein paar Tage her. Wir haben 1, 2, 3, 4, eigentlich 5, 6, 7, 8 Aufsätze auf dieser unteren Trendlinie, die in diesem Monat bei 1,078 verläuft. Und wir haben auf der Oberseite, dort wo die 2 lokalisiert ist, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Auflagepunkte. Das heißt, beide Linien sind massiv und eindeutig verifiziert. Das Problem dabei, das spitzt sich hier zu und endet im April 2022. Wobei ich nicht glaube, dass das
so lange dauern wird oder dass sich die Kurse hier weiter einengen, weil irgendwann würden wir hier Flatline machen und im Grunde nur noch zittern und keine tatsächlichen Bewegungen mehr machen. Nun ist dieses Dreieck von 1, 2 über die 3 und die 4 bis zur 5 zählbar und damit ist es fertig und darf ausbrechen. Und wir warten jetzt mal, weil das ja auch ein Monatschart ist, der gibt uns schon Gelegenheit zum Warten, die obere Trendlinie in diesem Monat bei 1,16,5. Wir warten mal ab, was passiert, wenn wir auf Monatsschlusskurs diese Linie brechen. Denn die Ziele, die sich daraus ergeben, die sind schon heftig. Also wir haben hier die untere 1 bei 82 und wir haben hier die 2 bei 1,60. Also aus diesen Zielen heraus symmetrisches Dreieck. Also ich weiß nicht, wer da abschmiert, ob der Dollar abschmiert oder der Euro. Aber wenn das hier nicht irgendwie ein Fake ist, und das glaube ich nicht, denn Monatscharts sind schwer zu faken, dann stehen hier dramatische Bewegungen in der näheren Zukunft an. Damit meine ich nicht den Montag, sondern damit meine ich die Zeit ab Montag bis aller spätestens April 2022. Aber man sollte sich auf irgendeinen Währungscrunch vorbereiten. Ja, die Nasdaq im Tageschart. Hier ist das Tief aus Dezember 2018 und das Hoch aus Februar 2020. Das heißt, hier gab es ja für alle Indizes kräftig auf den Deckel und während fast alle Indizes ihre Tiefs aus Dezember 2018 unterschritten, tat das die Nasdaq nicht. Aber die Nasdaq ist extrem weit von ihrer 200 SMA entfernt. Die verläuft aktuell bei 8.783 und der Bursche treibt sich hier im Bereich 11.850 herum. Nur der Form halber, das muss noch nichts bedeuten. Wir haben eine mögliche Wolf-Wave im Tageschart. Wir haben die 1, die 2, die 3 und die 4, die mögliche Ziellinie von 1 durch 4. Wir sind im Überschussbereich, der hier verhältnismäßig sauber abgearbeitet wird. Wir sind mit einem sauberen Absetzer, also einmal Rücklauf und wieder hoch, an der 123er Extension dieser Fibo-Strecke weiter nach oben ausgebrochen, also über die 10.642. Und aus dieser Sicht, aus der Fibonacci-Extensionssicht, wäre 11.203 das nächste Ziel. Ich habe jetzt hier nochmal logarithmischer Monat 11.000 reingeschrieben. Und da schauen wir uns mal an. Dieser Chart ist jetzt logarithmisch angelegt. Ja, und wenn wir uns diesen logarithmischen Chart anschauen, ich habe vor, ich weiß nicht, anderthalb Jahren oder so, habe ich mal irgendwie versucht, die Nasdaq zu charten. Und ich habe dann irgendwie gedacht, naja, wir können hier ein Dreieck vermuten. Nicht? 1, 2, 3, 4, 5 passt, also ein valides Dreieck. Und dann habe ich im logarithmischen Chart die maximale Höhe genommen, wie man das dann so tut, und angesetzt und habe gedacht, nee, totaler Quatsch. Und diese maximale Höhe, die ich hier angesetzt habe, also die größte innere Höhe, die ja auch Berechnungsgrundlage ist, für so einen Ausbruch, die würde eben am Ausbruch betrachtet tatsächlich zu 11.000 führen. War für mich damals ein vollkommen absurder Gedanke, weil wo waren wir da bei 1.800? Aber wenn ich das jetzt mal als Kanal anlege, einmal, zweimal, dreimal, und wie gesagt, wir sind im Monatschart. Den Monatschart kann man nicht faken. Das geht mit dem 5M und mit dem Stundenchart und meinetwegen auch nochmal im Tageschart eine Finte, im Monatschart nicht. Ja, und wenn ich im logarithmischen Monatschart dann eben diese untere Linie dopple und sie hier an das Hoch aus dem März 2000 anlege, dann passt das ganz gut nicht. Wir haben hier eine heftige Übertreibung gehabt, das war das Platzen der Dotcom-Blase, und da ist er jetzt eigentlich wieder, der Bursche, nicht? Und diese obere Trendlinie verläuft in diesem Monat bei 11.000. So, falls die 11.000 nicht reicht, Lingelingeling, nein, ich wollte nicht hervorheben, ich wollte das bewegen. Wenn ich das jetzt hier mal ansetze, vom Hoch zum Tief, und jetzt, wie gesagt, weil es die logarithmische Ansicht ist, ist diese Distanz vom
Ich kann es nochmal umdrehen, das ist dann besser sichtbar, weil wir dann die Extension da haben. Diese Distanz ist jetzt eben optisch größer, numerisch natürlich nicht. Was wir aber hier sehen, wenn wir diese Strecke nehmen, diese große Strecke vom Allzeithoch, Ex-Allzeithoch im Jahr 2000 zum Tief, dann haben wir hier bei 11.325 die 261er Ausdehnung. Das ist viel, das ist sehr viel. Und wir haben hier zumindest mal in diesem Monat die 11.000 als obere Marke. Das heißt, in den kommenden 1, 2, 3 Monaten würde ich bei der Nasdaq mal sehr aufpassen. Das kann natürlich steigen und wir laufen nach 12.000 und 13.000 und 14.000 und 15.000, aber nein, glaube ich nicht. Ich sehe, dass sich in den Tagescharts die Indizes in Dreiecken bewegen und in wichtigen Bewegungen sind. Und diese Linie, die wird erkannt. Und wenn diese Linie noch nicht vom Markt erkannt ist oder von anderen Tradern, ich habe sie noch nirgendwo gesehen, dann wird mit Sicherheit die 11.325 erkannt werden. Denn das ist ein ganz prägnanter Punkt gewesen und dieses Tief, was 2002 im September gemacht wurde, ebenso. Das heißt, als der Kurs wieder nach oben lief, da hat es hier ja auch lange, lange, lange Zeit am alten Hoch Gekämpfe gegeben. Das sind ja hier viele Monate. Und dann sind wir nach oben gelaufen. Hier ist die gewichtige 161er Ausdehnung. Auch dort gab es dann erstmal auf den Kopf, dann wieder rauf. Das ist die aktuelle Korrektur gewesen, die im Februar und März stattgefunden hat. Ja, schauen wir mal. Also 11.000 bis 11.325 ist ein Minenfeld für die Bullen. Wo sind sie? Das ist die Nasdaq. Alle an Bord. Und schauen wir mal, wie weit dieser Zug noch bergauf fahren kann. Ich habe da so ein komisches Gefühl. Also zumindest auch wenn wir uns mal, da muss ich nochmal kurz den Chart aufmachen, wenn wir uns einfach mal vergegenwärtigen, dass im Grunde diese gleiche Strecke, die hier die Dotcom-Blase platzen ließ, dass diese gleiche Strecke hier oben im Grunde fast punktgenau auf die 11.000 führt, nicht? Ich weiß gar nicht, wie ich das genau angelegt. 10.869. Naja, wer bei uns im Block ist, weiß, dass ich mit einer ersten Mini-Position, wirklich Mini-Position, in der Nasdaq Short bin, seit letzter Woche, und ich habe 400 Punkte Luft nach oben, sodass ich also auch diese Marke ohne große Schmerzen aushalten kann, das Ganze mit 0,5% Depotrisiko. Und ich plane nicht im Verlust nachzukaufen, sondern erst dann, wenn ich mit dem Trade im Gewinn bin, dann werde ich eine zweite Position aufbauen, die dann vielleicht auch ein bisschen größer ist. Aber schauen wir mal, ob ich da richtig liege oder mich die Nasdaq Lügen straft. Der S&P im Tageschart. Eigentlich eine gleiche Geschichte. Auch hier ein steigender Kanal. Wir haben ein Golden Cross. Das heißt, die 50 SMA rot kreuzt bullisch die grüne 200 SMA. Das hier war ein Death Cross. Wer das dann hier schon abgesehen hätte, hätte natürlich shorten können. Aber so ein Death Cross kommt in der Regel zu spät. Wir sehen ja, hier hat es sich gebildet am 26.03. und da war das Tief bereits drin. Also insofern nichts, was man unbedingt als Signalgeber nutzen kann. Was aber wichtig ist, wir haben hier das Allzeithoch, 3.393, es ging runter, es ging rauf. Wir haben am 8.6., am 9.6., am 10.6. an dieser Linie gearbeitet und mit einem kräftigen Gap-Down geht es nach unten. Wieder aufgebäumt an der 76er FIBO, an der auch DAX ja lange Zeit gekämpft hat, wieder runter die Kanalunterseite angelaufen und eine Rückversicherung an der 200 SMA geholt. Jetzt ging es gappend hoch und runter wieder nach oben. 6.7., 7.7., 8.7., 9.7. und der Freitag. Also, es ist frappierend, auch wenn man den DAX sieht, wie er immer wieder die Nase nach oben streckt und sich zur Unterseite abstößt. Es ist frappierend, wie hier gearbeitet wird. Normalerweise hätte ich hier lange mal einen deftigen Absturz erwartet, aber der ist nicht da. Und das am Freitag war eben auch eine klare Aktion. Die Donnerstagskerze
an der 76er Fibo nach oben abgesetzt, nicht drüber gekommen, aber der Freitag hat zumindest mal das Näschen drüber gehalten. Bedeutet, entweder knallt es hier nächste Woche und das möglicherweise, auch wenn es hier drüber geht, also passiert ja oft, es gibt einen Fehlausbruch und knallt dann drunter, oder es bricht aus und läuft eben zum Allzeithoch, auch nicht ausgeschlossen. Aber diese Linie hat aktuell Bedeutung, vielfach angelaufen, und sie wird bei irgendeinem Rücklauf ebenfalls Bedeutung haben. Das heißt, bricht es hier aus über die gesamte kommende Woche und läuft eben höhere Ziele an, weil der Optionsmarkt, und die Amerikaner haben ja auch kleinen Verfall, groß ist, dann muss man bei einem möglichen Rücklauf davon ausgehen, dass ein Ex-Widerstand Unterstützung wird. Bricht dann aber diese Unterstützung nach 1, 2, 3 Tagen und fällt drunter, dann kann man sich warm anziehen. So, und damit wir da auch irgendwie eine Marke am Griffel haben, wir reden am Montag im S&P von 3177 und das geht dann bis Freitag zur Kanalunterseite bei 3168. Das ist also ein ganz enger Bereich. Diese Linie würde ich mir merken. Ich glaube, dass die zumindest mal auf die kommenden ein, zwei Wochen Dreh- und Angelpunkt sein wird. Das kann auch mal deutlich runtergehen, nach oben laufen, es kann einen Fehlausbruch geben oder eben den hier machen. Und ja, wer hier irgendwie mutig ist und sagt, am Donnerstag gäbe es hier drüber, der müsste dann aber auch wirklich direkt long gehen und ebenso eng abstoppen, wenn es hier wieder drunter geht. Aber das sind eben verrückte Märkte und manchmal ist es auch gut, wenn man da einfach nur zuschaut oder mit einer Mini-Position arbeitet, dann muss man sich keine Kopfschmerzen machen. Der Russell, ebenfalls ein Dreieck. So, und wenn wir uns den Russell anschauen, hier oben die grüne 200 SMA, da hat er mit einem Gap drüber gelugt, ist dann, wann war denn das überhaupt, am 10.06. ja, Intraday drunter gelaufen, Gap down runter, hat dann hier die untere Trendlinie dieses Dreiecks angearbeitet, nicht über die 200 SMA gekommen, nicht über die 200 SMA gekommen und stützt sich aktuell an der unteren Trendlinie des Dreiecks und der 50 SMA ab. Also ein ähnliches Bild wie im Dow Jones, den wir uns gleich noch anschauen wollen. Und im Grunde auch hier zuspitzend, nicht? Wir haben zumindest mal aus der Sicht der gleitenden Durchschnitte haben wir diese Zone. Da läuft die 200 SMA, hier läuft die 50 SMA. Die 200 SMA blockt oben und auch die Trendlinie des Dreiecks, hier unten die Trendlinie des Dreiecks und die 50 SMA. Das heißt, hier wird es eine Entscheidung geben müssen und auch dieses Ding hat eine gewisse Höhe. Bedeutet also, wenn es dann hier irgendwann ausbricht nach oben, wir sind im Moment so im Bereich 1420, dann kann es im Extrem beim 100% Move mal so locker 200 Punkte nach oben gehen oder auch 200 Punkte nach unten. Das ist bei einem Index, der einen Indexstand von 1420 hat, viel. Da reden wir über deutlich 10% oder mehr. Und mit diesen Bewegungen müssen wir rechnen. Insofern, da wird was kommen. So, schauen wir uns den Dow Jones an im Tageschart. Ein ähnliches Bild, ja. Wir sehen also, dass die Small Caps und auch der Dow Jones Industrial gegenüber dem Tech-Wert Nasdaq extrem unterperformen. Wir haben hier immer noch eine bärische Insel, bestehend aus vier Kerzen. Wir haben hier ein Gap-Up gesehen, hier ein Gap-Down. Dieses Hoch hat diese bärische Insel nicht geheilt. Aber was eigentlich bei einer bärischen Insel am Top zu erwarten ist, dass die Kurse gappend nach unten laufen, so wie sie hier gappend nach oben gelaufen sind. Ich habe das in einem der letzten Ausblicke auch mal optisch dargestellt, passiert das hier nicht. Man beißt sich hier fest. Ja, und auch hier könnte man selbst von hier oben ausgehend eine Art Dreieck konstruieren. Nicht ganz so sauber, aber es engt sich ein. Und wir sehen hier die 50 SMA mit einem Aufsetzer, die gestützt hat. Wir sehen hier die 200 SMA, die als Widerstand agiert hat. Und auch hier muss es irgendwie durchbrechen. Und selbst wenn wir diese Insel hier oben mal ignorieren und sagen, wir setzen das Dreieck hier an. Ja, es muss irgendetwas passieren. Und innerhalb dieser Range ist Traden, ich möchte nicht sagen sinnlos, wenn man dann
gekonnt und aus Erfahrung heraus skypen kann. Alles wunderbar, aber ansonsten ist hier mit allem zu rechnen. Wir müssen warten, geht es über die 200 SMA, dann dürfte die 76.4, die der DAX lange überschritten hat, bei 26.888 Ziel werden und eben dieser Topping-Bereich aus Ex-Allzeithoch 27.398 und 27.325. Und das wären ja ein paar Punkte, weil der Kurs aktuell im Bereich 26.077 und mal so runde 800 Punkte, das wäre ein kleiner Schnapper, wenn es denn passiert. Aber das kann eben auch zur Unterseite passieren. Diese Verfallswoche wird wichtig und interessant. So, was haben wir noch? Wir haben Bitcoin, Gold, Silber, Alibaba, dann GVC Holding, ganz interessant, PLC wurde im Blog gefragt, habe ich kurz gechartet, Softbank schauen wir uns an, Amazon, Tesla, Linde und SAP. Und ich bemühe mich da mal einigermaßen zügig durchzukommen, damit das nicht wieder so ein ellenlanges Video wird, obwohl es soll ja so Leute geben, die das mögen. Okay, also Bitcoin kann ich wenig zu sagen, nicht? Das Descending Broadening Wedge läuft weiter und also, das ist frappierend, nicht? Wir haben Tageschart, es geht hier seit 30.04. geht es um diese Linie. Und alle wissen, was passiert, wenn das Ding ausbricht, weil das ist ein logarithmischer Chart, wie auch zu lesen. 17.783, 19.474 wäre die Zielzone, das erste Ziel. Aus dieser Formation wäre 13.852 und wir haben hier das Dreieck im Wochenchart bei 11.140. Zeige ich noch ganz kurz. Da ist das Ding. Ja. Wenn die 5 gemacht wird, darf sich dieses Riesending entscheiden. Und das ist Strecke, Leute. 19.763 zu 3.136, da der statistische Move heraus. Meine Herren, das wird lustig, wenn es denn soweit ist. Und bis dahin müssen wir uns gedulden und schauen, ob Bitcoin es schafft, über dieser oberen Trendlinie zu bleiben. Oder eben nicht. Ja, da werden wir intraday kurzfristig reagieren und informieren im Blog, wenn sich da irgendetwas tut. Das Gold. Die kleine ISKS, die ich vor vielen Monden gezeigt habe, die hat ihr Ziel klasse erreicht. Wo ist der letzte Freitag? Ah, das ist ja März, Monatschart. Wir haben die 71er-Zielmarke abgearbeitet, die 100er-Zielmarke abgearbeitet und das hat Gold offensichtlich überhaupt nicht interessiert, dass hier mit 1714 ein möglicher Widerstand wartete, wobei das ist der Monatschart. Sicherlich wird man das im Tages- oder auch im Stundenchart gesehen haben. Aber oberhalb dieser Marke ist 1921 Ziel. Da beißt die Maus keinen Faden von ab. Das ist so. Und wenn es dann drüber geht oder möglicherweise aus dieser Bewegung mit einem Rücksetzer nochmal eine Cup and Handle gebaut wird, deutlich höhere Ziele. Gedanken würde ich mir jetzt erst wieder unter 1714, 1710 machen. Und viel mehr kann man dazu nicht sagen, außer man schaut, kleine Sekunde, nochmal in den Tageschart. Ich glaube, ich habe den letzte Woche schon gezeigt, aber ich bin mir nicht ganz sicher. Dort haben wir eine mögliche Wolf Wave, die noch keine ist. Dazu müsste sie zur 5 und die 5 am Montag im Bereich 1865, also deutlich höher. Und die dürfte auch noch in diesen Überschussbereich hinein. Das war's und deswegen hatte ich die 1765 in diesem Chart ist nicht unwichtig. Wir haben ja hier eine sogenannte F-Flagge, dieses rote Gebilde, also Anstieg, Flagge oben, Flagge unten. Da müssen wir mal schauen. Die hat hier jetzt einmal, zweimal, dreimal auf die obere Trendlinie dieser Flagge aufgesetzt. Ich ziehe das mal ein bisschen auf. Die sollte möglichst halten. Wenn es hier nochmal irgendwie passiert ja oft gerade im Gold. Gold ist da überhaupt nicht manipuliert. Wenn das also nochmal irgendwie auf den Kopf gibt, dann sollte mal zumindest die untere Trendlinie halten und die 1765. Das wäre schon schön, wenn das halten würde. Aber ich sehe Gold langfristig long, long, long. Langfristig. Ne? Da
wird es zwischendurch auch immer Schmerzen geben. Und das hat ja auch schon Herr Costolani richtig erkannt, als er sagte, an der Börse verdiene man Schmerzensgeld, weil erst kommen die Schmerzen und dann das Geld. Das ist leider oft so. Im Silber haben wir nach wie vor ein Descending Broadening Wedge, aber auch eine Cup and Handle, die ich hier am 14.05. gechartet habe mit der Nackenlinie 15.86. Und wenn wir jetzt mal hinschauen, das statistische Ziel dieser Cup and Handle bei 18.66 ist erreicht und diese Kerzen mühen sich an dieser Marke ab. Das heißt aber nur, dass diese Figur jetzt statistisch ihre Pflicht erfüllt hat. Sie könnte noch die Kür machen, dann müsste sie über 19.65 nach 20.39. Aber dieses blaue Gebilde ist ein Descending Broadening Wedge. Die größte innere Höhe wird mit 83% multipliziert. Sehen wir hier auch, das ergibt einen Move von 6,90. Das heißt, sofern Silber mal in die Hufe käme aus dieser Formation heraus, hätten wir tatsächlich ein Ziel bei 25,44. Und das ist insofern interessant, weil die 161er Ausdehnung bei 24,79 wartet. Und deswegen ist das hier rot gefärbt. Das heißt, wenn Silber ausbricht und diesen Marsch impulsiv nach oben macht, dann würde ich in dieser Zone entweder mal Teilgewinne mitnehmen oder hedgen oder zumindest darauf vorbereitet sein, dass es eine Konsolidierung gibt, wenn es denn passiert. Es gibt natürlich mächtige Kreise, die überhaupt kein Interesse daran haben, dass Bitcoin, Gold oder Silber nach oben explodieren, weil das eigentlich das einzig Wahre ist. Bitcoin ist nicht beliebig vermehrbar, das wissen wir, aber seitdem Bitcoin an der Börse gehandelt wird, ist Bitcoin nicht, ich sag mal, der Bitcoin, den ich zu Hause auf dem Stick habe und der nur mir gehört, sondern alles, was an der Börse gehandelt wird, kann beliebig vermehrt werden, wenn derjenige, der es tut, indem er shortet, zum Beispiel einfach genügend Liquidität hat. Der kann dann eben auch 1000, 1500, 2000 oder 5000 Bitcoins shorten, obwohl es die nur an der Börse gibt. Die müssen sich ja nicht irgendwie Bitcoins leihen. Und ähnlich ist das mit Silber und mit Gold und den Unmengen an Papiersilber und Papiergold, was eben gehandelt wird. Das heißt, müssen wir mal schauen, wer da letztendlich siegt. Wenn ich mir die Daten anschaue, dann sieht das eher so aus, dass Gold und Silber physisch und auch, sage ich mal, über Papiere, wo Gold physisch hinterlegt wird, massiv gekauft wird. Also, dass die Kurse hier noch nicht wirklich Gas gegeben haben, so wie es bei der Ausweitung der Geldmenge eigentlich logisch wäre. Vielleicht sehen wir das noch. Müssen wir jetzt nicht drüber philosophieren. So, dann gucken wir noch kurz Alibaba an. Klasse, oder? Deswegen sage ich immer, diese Descending Broadening Wedges, wenn sie denn mal Gas geben, unglaublich. 1, 2, 3, 4, 5. Statistisches Ziel war 264, 13 ist angelaufen worden und wir sehen mal, ich sagte mal, dass die ein bisschen zickig sind. Wir haben hier die 5 gemacht, dann gab es einen Rücksetzer, ein Gap über die Linie, ein Gap drunter, weil Bullen und Bären wissen bei diesen Gebilden, worauf sie sich einlassen. Das heißt, diese Insel, die sich hier gebildet hat, das waren die Bären mit dem Gap down. Die Bullen haben wieder nach oben gekämpft, dann die 5 bei 213 überwunden. Ja, und was dann hier in den letzten Tagen passiert ist, sieht Nasdaq-mäßig aus. Statistisches Ziel 264 erreicht. Vielleicht kommt noch das Bonusziel 274 dazu. Ansonsten Fahnenstange. Mal schauen, wie lange und wie weit sie trägt. Dann hat ein User bei uns die GVC Holding PLC, musste ich lange auf IG Market suchen, um sie zu finden, angefragt. Auch hier eine ganz interessante Entwicklung. Das ist ein Descending Broadening Wedge. Man kann es von 1 bis nach 5 zählen. Und die 5 wird am Montag oder beziehungsweise in der kommenden Woche, das ist ja ein Wochenchart, bei 846 verlaufen. Erstes Ziel wäre, sofern ein Ausbruch gelingt, die 76er Erholung bei 973. Das erste tatsächliche Ziel aus dieser Formation, wie immer die 1.
bei 1184. Und sofern es drüber geht, über die Fibonacci-Ausdehnung, statistisches Ziel 1615, 100% Ziel 1767 und eingestreut in diese Zone 1734 die gewichtige 161er Ausdehnung. Das wäre eine schöne Strecke, wenn es denn so käme. Nicht blind long auf den Ausbruch warten, darauf vorbereitet sein, dass das Ding an der 5 zicken kann, wie sie es so oft tun, also nochmal einen tieferen Rücklauf macht oder drüber gerbt und einen Abschiedskurs macht, was auch immer. Aber generell über 973 interessant und ganz besonders dann, wenn man auf der sicheren Seite sein will, bei einem sauberen Tagesschluss über der 1184 hätte man ja immer noch bis 1615 eine schöne Gewinnstrecke vor sich. So, die Softbank. Ein ähnliches Szenario. Wir haben ein Descending Broadening Wedge. Diese Linie fällt, wie man hier an der durchlaufenden schwarzen Linie meines Cursors sehen kann. Es hat hier in der abgelaufenen Woche an der 49 einen Ausbruch gegeben. Dieses Descending Broadening Wedge hat eine innere Höhe von 26,90. Wenn wir die mit 83% multiplizieren, erwartet uns ein statistischer Move von 22,33. Das heißt, das statistische Ziel, nicht in der nächsten Woche, es sei denn, auch hier geht das irgendwie Nasdaq-mäßig ab, aber das statistische Ziel über die Zeit 71,33, das 100% Ziel bei 75,90. Ja, dann gucken wir uns mal die Amazon im Monatschart an. Ja, was soll man dazu sagen? Das ist übrigens ein logarithmischer Monatschart. April 1999, was hatten wir dann da für einen Kurs? 110, runter im Oktober 2001, 550 in dem Dreh. Dieser Block ist 10 Jahre, dann gab es einen Ausbruch, Abschiedskurs über 2 Monate an der 110 und es ging nach oben. Diese Ausdehnung, 1900% ab hier, 1900% 2203. Wir haben auf der unteren Trendlinie 2 Anlaufpunkte, an der oberen Trendlinie, die ich angenommen habe, nur einen. Das heißt, wenn sich dieser Ausbruch über die 2203 fortsetzt, dann ist im logarithmischen Chart langfristig tatsächlich die 4750 Ziel. Das würde, sofern es denn so käme, tatsächlich dafür sprechen, dass sich die Nasdaq noch weiter nach oben arbeitet. Ich würde auf jeden Fall, zumal wir hier in diesem Bereich mit 3 Monatskerzen fast an dieser 2203 gelandet sind, also da kann man irgendwo mal so die 2100 im Kopf halten. Ich würde vorsichtig werden, wenn Amazon eindreht und diesen Bereich, der ebenfalls 1900% Zugewinn ausmachte, unterschreitet. Das sind jetzt natürlich irgendwie 1000 US-Dollar, das ist mir schon klar. Aber ja, wie gesagt, aufpassen. Also das ist natürlich theoretisch möglich, dass wir hier nochmal so einen dritten Kasten, den baue ich jetzt da lieber nicht dran, dann würde diese Aktie wirklich das wahnsinns fette Beute sein. Aber ja, bevor man hier irgendwie reinschortet, weil Amazon ist ja irgendwie auch ein klassischer Stock, auch wenn dadurch wahrscheinlich Zehntausende kleinere Unternehmen nach und nach aus dem Markt gedrängt werden. Aber so ist das eben. Und die Digitalisierung und damit auch die Digitalisierung des Shoppings, das wird weiter voranschreiten, da bin ich mir ziemlich sicher. Den Innenstädten wird es nicht gut tun. Aber auch darüber müssen wir jetzt nicht philosophieren. Ich sage eben einfach nur, wenn wir diese Linie hier vorziehen, dann kommen wir in den Bereich von 4750. Wir können uns Amazon noch mal kurz im Tageschart anschauen. Da haben wir hier die Strecke 2018, also September 2018 zum Tief. Wir sind hier mit einem ziemlich großen Gap nach oben gelaufen, haben versucht auszubrechen. Es ging per Gap Down wieder runter, hatten tierisch, für Amazon-Verhältnisse, tierisch kräftigen Rücklauf gemacht, ist aber hier wieder nach oben gelaufen. Das, was auffällt, die 200% Ausdehnung ist hier über einige Tage angelaufen worden. Jetzt sehen wir einen Ausbruch.
Die 261er Ausdehnung bei 3251, da würde ich nochmal drauf schauen. Ich weiß nicht, ob dieser Anstieg, dieser impulsive Anstieg, dieser Wahnsinn eigentlich, der in der Nasdaq und in einigen Stocks passiert, ob der noch weitergehen kann. Ich vermute mal einfach ja. Falls es aber in der kommenden Woche wegen Verfall, warum auch immer, irgendeine Entschleunigung gibt, denke ich mal, ist die 3251 oder weil es Punkt 98 3252 eine wichtige Sache. Und falls wir einen Überschuss sehen über die Marke, sicherlich auch nicht unwichtig im Rücklauf. Wenn sie hält, alles gut. Hält sie nicht, könnten wir konsolidieren. Konsolidierungsmarken können wir immer dann festlegen, wenn wir eine Umkehr haben, weil dann können wir die letzte Tiefhochstrecke anlegen und dann mal schauen, was uns Fibonacci dazu erzählt. Tesla wollen wir uns noch anschauen im Tageschart. Da habe ich ja auch vor geraumer Zeit eines dieser aktuellen immer wieder auftretenden Descending Broadening Wedges gezeigt. Die 5 wurde hier im Bereich 844 gemacht. Es gab einen Zickenrücklauf, einige Tage Gehakel an dieser oberen Linie und dann wurde ausgebrochen über das letzte Hoch. Ja, das statistische Ziel aus dieser Formation lag bei 1320. Da ist Tesla dann mal, wann war denn das, der Montag, einfach so durchgestürmt. Das, was auffiel, das 100%-Ziel 1426, das hat hier mal über zwei Tage eine Rolle gespielt. Und dann gab es einen Rücklauf an das statistische Ziel. Insofern behaupte ich einfach mal, es gibt vielleicht auch Logarithmen, die diese Ziele errechnen und dann entsprechend agieren. Auf jeden Fall hier vorgestellt an der 5, also in diesem Bereich, Zieleinlauf, top gemacht, diese Figur ist abgearbeitet und Tesla arbeitet sich so langsam, langsam kann man nicht sagen, Tesla arbeitet sich in Richtung 1587, 200% Extension dieser Strecke vor. Das ist auch nicht so unbedeutend, denn diese Strecke einfach mal so nach oben angehängt ist ja auch schon mal was. Aber ich habe in der letzten Woche Tesla eine Wolf-Wave gezeigt, die hier stattgefunden hat und deren Unterschuss tief 351 war. Und ich habe ja damals eine kleinere Wolf-Wave, die große habe ich tatsächlich übersehen, habe ich auch im letzten Ausblick schon gesagt, eine kleinere Wolf-Wave gechartet, die hier in diesem Bereich so bei der 890 ins Ziel gelaufen ist. Dieses Ding hier, das ist also, ja, was soll ich dazu sagen? Das ist eine Wolf-Wave. Wir haben die 1, die 2, die 3, die 4, die 5, den Unterschuss und die Ziellinie läuft immer von der 1 durch die 4. Da waren wir letzten Freitag, als ich diese Wolf-Wave gezeigt habe. Muss ich da noch irgendwas zu sagen? Nee, ne? Also, ja, und wie gesagt, diese Bewegung, mögliches Descending Broadening Wedge. 1, 2, 3, 4, 5 und direkter Ausbruch, Zieleinlauf, Wolf-Wave. Und wenn man sich mal überlegt, dass man, wenn ich dieses Ding auf der Uhr gehabt hätte, man möglicherweise hier in diesem Bereich long gegangen wäre, 496, ja, das wäre schon eine tolle Sache gewesen. Aber sei es drum, ich halte das einfach nur, auch wenn es irre aussieht, aber es ist so. So werden Wolf-Waves gechartet und es ist extrem selten, dass, ich sag mal, nach dem Apex-Punkt, wo lag der am 7.04.2020, dass es so lange dauert, diese Ziellinie zu erreichen. Aber aus diesem Bild heraus, Ziellinie bei 1555, 1587, die 200% Ausdehnung. Das ist ein kritischer Bereich für Tesla, auch wenn Tesla selbstverständlich beim aktuellen Hype auch zur 261er Ausdehnung bei 1989 laufen darf. So, wir gucken noch kurz auf Linde, ebenfalls eine mögliche Wolf-Wave im Chart. Die hat die 5 noch nicht ganz sauber gemacht, nicht? Wir können die 1, die 2, die 3, die 4 zählen. Wir haben die Ziellinie,
Die 5 wartet am Montag bei 204 und damit ganz in der Nähe des letzten Hochs im Bereich 208. Die Wolf Wave selbst endet am 3.9. Bis dahin kann und darf Linde, wenn der Markt gegenüber dieser Aktie wohl gestimmt ist, in den Überschussbereich gehen und sich trefflich nach 226, sogar bis 238 ausdehnen. Und sofern es hier keinen Rückmarsch unter diese Keiltrendlinien gibt bis zum 3. September, können wir die Wolf Wave auch vergessen. Und wir können sie natürlich auch vergessen, wenn es jetzt hier einen tiefen Rücklauf geben sollte, was im Moment nicht danach aussieht. Aber wie gesagt, 204, ab 204 haben wir eine gültige Wolf Wave und dann darf sie ohne Überschuss sofort eindrehen, da muss man dann aufpassen, oder sie arbeitet sich über die 208, 208,50 und hat dann einfach noch viele, viele Tage Zeit, sich nach oben zu arbeiten. Auch das werden wir zumindest mal bei Interesse im Blog weiter täglich beobachten. Und dann schauen wir noch kurz auf die SAP. Da hatten wir eine ABC-Bewegung, ABC, das Ziel war 134,40 und 134,40 wurde, ich glaube hier gab es Zahlen bei SAP, wir haben die 5 hier gemacht, nochmal einen Rücklauf, sind dann in den Überschussbereich, haben hier angedockt und einen leichten Rücklauf gemacht, dann kamen, glaube ich, gute Unternehmenszahlen, großes Gap-Up, kleiner Rücklauf, Freitag ein Doji, auf jeden Fall, diese ABC ist abgearbeitet und es sieht so aus, wir haben hier das Tief gehabt und hier auch das Tief. Es sieht so aus, als ob SAP im Moment die 134 halten möchte. Und SAP darf, wir haben jetzt eine gültige Wolf-Wave, SAP darf jetzt bis zum 11. August gerne noch weiter ansteigen, bis in den Bereich 143 oder auch impulsiv höher. Steigt sie aber über 143 und geht vor dem 11. August wieder unter die 143, Obacht, da kann es dann einen tieferen Rücklauf geben. Geht sie von hier aus irgendwann wieder in diesen roten Bereich hinein, Montag 133 bis Freitag 135, also ein enger Bereich, geht sie hier wieder in den Überschussbereich rein und legt schwache Tage hin, dann ist zwingend auf die obere Trendlinie zu achten. Denn sie darf jetzt einen Rücklauf machen. Ich bin, das muss ich nochmal betonen, nicht, dass mir SAP-Anhänger jetzt gleich wieder vorwerfen, ich würde eine Aktie short reden. Tue ich nicht. Ich weiß, was SAP macht, aber ich habe überhaupt keine Einblicke und verschaffe sie mir auch nicht, weil ich sie nicht handle, in die Geschäftszahlen. Das heißt, ich rede hier rein nach Chart. Und der Chart sagt, wir haben eine Wolf-Wave und die Gefahr ist erst am 11. August vorbei, wenn nämlich am 11. August die SAP über 131 steht, dann ist dieses technische Gebilde abgearbeitet. Aber es bleibt eben dabei, was ich gesagt habe. Manchmal gibt es News, die gut sind und wir laufen nach oben und die Wolf-Wave wird einfach von der Zeit gefressen und manchmal gibt es Entwicklungen im Markt und oder auch in dem Unternehmen, die dann eben einfach einen Rücklauf provozieren. Der wäre, wenn ich mal davon ausgehe, dass es irgendwie ein paar Tage dauern würde, der wäre verhältnismäßig heftig mit 109, aber es würde sicherlich nicht den bullischen Gesamtausblick dieser Aktie irgendwie killen. Ich glaube, dass wir in den kommenden Tagen verschärft auf die Nasdaq schauen sollten. Wenn wir uns hier nochmal die Gewichtung anschauen, der 100 Aktien, die dort gelistet sind, Apple, Microsoft, Amazon, Facebook, Alphabet, Intel, Tesla, das sind von der Gewichtung her die großen Treiber in diesem Markt. Das heißt, wenn diese 7, 8 Unternehmen, die die Nasdaq nach oben ziehen und natürlich auch das große Geld anlocken, denn es ist ja kein Zufall, dass Industriewerte oder Small Caps im Grunde unterperformen. Ich glaube, dass viele Leute dort ihr Geld abziehen und einfach sehen, in der Nasdaq geht die Post ab und es steigt und steigt. Die wollen dabei sein. Insofern wird die Nasdaq, wenn sie dann irgendwann eindreht, mit Sicherheit auch einen gewissen Einfluss auf die anderen Märkte haben. Da findet dann immer irgendwie so eine Art Desillusionierung statt. Im Moment ist das hier in Wolkenkuckucksheim und ich gehe da nicht mehr rein, sondern
wie ich schon sagte, ich habe eine Mini-Position 0,5% vom Depot short platziert und habe entsprechend Luft nach oben, weil ja, ich glaube da langsam nicht mehr dran. Da sind mir einfach zu wenig Unternehmen dran beteiligt und wie gesagt, die gesamtwirtschaftliche Lage USA, China, Europa. Mir schmeckt das alles nicht und insofern kann ich da nicht long gehen, sondern in diesem Fall bei der Nasdaq, einfach weil die Übertreibung da, halte ich den kleinen Zeh ins kalte Wasser und schau dann mal in der kommenden Woche, was passiert. Vielleicht wird sich nach dem Verfall ein etwas klareres Bild ergeben, aber ansonsten, wie ich es hier im Stundenchart vom DAX gezeigt habe, wir haben eine Menge Ziele nach oben. Das kann also aus Interesse derjenigen, die in den Calls engagiert sind, haben wir auf Stock Street gesehen, durchaus möglich sein, dass wir hier in der kommenden Woche nochmal so eine Kauf-Frenzy sehen. Und da müssen wir eben schauen, ob dieser Bereich des bärischen Butterflies, ob der tatsächlich eine Umkehr ankündigt. Wäre eigentlich ideal, hier rein alle Ziele abarbeiten, auf das statistische, nicht, das, doch, das statistische Ziel des großen Dreiecks und dann irgendwo in diesem Bereich 13.300 einen Eindreher. Aber wir werden es im Blog beobachten. Ich wünsche euch eine schöne Woche. Seid vorsichtig, investiert nicht zu viel. Manchmal ist es wirklich finanziell besser und auch lehrreicher, zuzuschauen oder nur mit kleinsten Positionen reinzugehen, weil irgendwas wird in der kommenden Woche passieren, da bin ich mir ziemlich sicher. Also irgendwas Großes, auch in den USA. Gut, ich wünsche euch noch ein schönes Restwochenende und eine angenehme Woche. Falls ihr nicht im Blog seid, schaut gerne mal rein. Also, bis dann. Tschüss, tschüss.